Was ich total cool finde, ist, dass es viel mehr Leute sind. Es macht riesigen Spaß. Es sind auch, glaube ich, mehr Möglichkeiten geworden, was man generell machen kann. Man findet das nirgendwo anders. Auf jeden Fall, ich kenne keinen anderen Ort, wo man das findet. Ich will möglichst viel Neues lernen, auch Hardware-Sachen, OS, Raspberry Pi-Sachen und so. Ganz viel. Wir wollen einen Mülleimer realisieren, der selber Mülltrennung betreibt. Das ist eine Alpha-Version, deshalb testen wir erstmal, ob der Müll metallisch ist oder nicht metallisch und sortieren es danach. Dann wird hier über ein Servo eine Klappe in eine Richtung bewegt, sodass der Metallschrott dann in eine Klappe fällt. Und wenn da nichts leitend ist, dann ist es offensichtlich kein Metall, also zum Beispiel Papier oder Pappe, das wird dann in den anderen Teil des Mülleimers befördert. Bei Jugendhakt geht es im Prinzip darum, mit Code die Welt zu verbessern. Das heißt, die Jugendlichen coden, programmieren, löten gemeinsam mit anderen Leuten. Das heißt, sie entwerfen eine Idee, sie bringen die in Form und stellen die dann am Ende hoffentlich in einem fertigen Produkt vor. Wir arbeiten am Projekt QR-Bon. Die Idee ist, dass wir die Kassenzettel durch QR-Codes ersetzen, die man, wenn man es tatsächlich will, scannen kann, dann es aufs Handy bekommt und in irgendeiner Art vielleicht auch noch eine Authentifizierung, dass es ein echter Bon ist, falls man den irgendwo einreichen muss. Wenn man jetzt den Kassenbon will, aber jetzt nicht als Papier, sondern als QR-Code, dann drückt man auf diesen Knopf hier und dann zeigt diese Lichtdiode, ob es funktioniert hat, also ob der QR-Code geladen werden kann oder und der rote, wenn es nicht, also irgendwo ein Fehler aufgetreten ist. Ich bastle selber schon seit über 30 Jahren, leidenschaftlich gern. Es macht mir einfach Spaß, mit Technik irgendwas Neues zu erschaffen. Und ich finde, das sollten auch die Jugendlichen können und auch erstmal kennenlernen. Wenn plötzlich irgendwas funktioniert, dann leuchten die Augen und das ist eigentlich das Schönste, was es geben kann. Es fiel uns auf jeden Fall total schwer, weil es echt sehr viele schöne Projekte dabei waren, die tolle Ideen hatten, die jetzt natürlich nur in 2 Tagen so erste Prototypen erstellt haben, aber wo man schon sehen konnte, wenn man sich damit mal ein paar Wochen beschäftigt, können da echt großartige Sachen bei rauskommen. Die Jury hat getagt, die Ergebnisse sind da und ich würde das Mikro ganz unkompliziert an die Jury weiterreichen. Wir haben uns am Ende darauf geeinigt, dass wir Hack die Wartezeit prämieren möchten für diese wirklich tolle Idee. Unser Ziel ist es, die Wartezeiten in Arztpraxen zu optimieren. Und unser Lösungsansatz war, ein Gerät zu bauen, ein kleines Gadget, das über Funk benachrichtigt wird. Wir haben aus Holz mit einem Scanner diese Art, ich würde mal sagen, Schachtel geschnitten, gelasert. Und das ist unser Empfängermodell. Das Ganze wird über oder soll am Ende über diese Webseite gesteuert werden, über dieses Interface. Und hier kann man praktisch den Status ändern, das Gerät steuern und das Signal und Statusänderung an das mobile Gerät senden. Das Besondere an Jugendhakt ist es ja, dass es sich tatsächlich an eine sehr junge Zielgruppe wendet. Aber durch diese medienpädagogische Betreuung, durch uns, die Organisatoren und eben auch die Mentoren, ist es halt so eine schöne Verschmelzung von einem etablierten Format, nämlich dem Hackathon und eben der Medienpädagogik, die die Jugendlichen zusammenhält an dem Wochenende. Ich finde es auch gut, dass Leute sich nun vernetzen können, die sehr gut programmieren können. Und dann, wenn sie jetzt zum Beispiel in der Nähe wohnen, von dem einen vielleicht in Berlin oder so, zusammenarbeiten können an mehreren Projekten und dann schneller und einfach auch effektiver ist. Also es geht ja nicht darum, ob man jetzt ein Mädchen oder Junge ist, sondern halt, ob man sich halt dafür interessiert. Das Besondere für mich jetzt, dass Projekte umgesetzt wurden, bei denen man eigentlich nie gedacht hätte, dass das wirklich stattfindet. Das Besondere ist, dass man hier viele Leute auch kennenlernt, die ähnliche Interessen haben. Ich denke auch, mit denen eine Verbindung aufbaut, die vielleicht auch über das Wochenende hinaus besteht und eben auch neue Ideen entwickelt und mit denen vielleicht auch ein Stück weit die Welt verbessern kann.
für nächstes Jahr wäre es natürlich schön, wenn wir noch größer werden, um eben noch viel mehr Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, an Jugendhakt teilzunehmen.